Angekommen zieht es uns zum City Camping in Riga. Das ist ein kleiner, naja, größerer Platz für ca. 100 Mobile, recht einfach gehalten, aber sehr sicher. Über den QR-Code, den ich euch einblende, kriegt ihr mal alle Informationen dazu. Die Zufahrt ist gut und man steht sehr sicher, was uns natürlich auch sehr wichtig ist. Hier mal ein Rundumblick. Dort im linken Bereich, wo die grauen Häuschen sind, da ist die Rezeption. Hier der mittlere Bereich ist reserviert für die Parzellen mit Strom. Der rechte Bereich hier ist eher für die Autarken oder die Spätankommer, wo man auf Asphalt oder auf Rasen steht. Der Platz ist auch geeignet für Wohnwagen, sieht man hier. Wird auch rege genutzt. Hier ist die Fähr- und Entsorgung, zeige ich euch gleich nochmal später. Die Duschen sind im hinteren Bereich. Man muss also sehr weit laufen. Ein wenig tricky. Aber das findet man schon. Wenn man also von dem Stellplatz aus nach hinten geht, an den grauen Toilettencontainern vorbei, da wo das Grünhäuschen ist, ist die Kassettenentleerung, kommt man da auch ganz gut hin. Die Duschen haben einen rustikalen Charme, sind sehr einfach, werden aber stündlich gereinigt und das Wasser ist sehr warm. Auch die Toilettencontainer sind sehr sauber, werden auch stündlich gereinigt und sind einfach. Zwischen den Toilettencontainern gibt es Waschmöglichkeiten zum Abwaschen, genauso wie hinter dem Loungebereich, den man hier rechts sieht. Und insofern macht der Platz einen wirklich tollen Eindruck. Hier ist das Empfangsgebäude, die Rezeption. Und dort ist hier der Fähr- und Entsorgungsbereich. Der Stromkasten ist mit 6 Ampere abgesichert. Ja, durchaus eine gute Alternative hier im Riga zu entdecken. 22 Euro finde ich okay. Mit Fähr- und Entsorgung. Also alles gut. Daumen hoch für den Platz. Alles Gute. Bis zur nächsten Vorstellung.